Hey Leute, willkommen zurück zu The Search. Wir sind hier jetzt eigentlich schon fertig in den Biolaboren. Aber ich muss noch so einen Typ zerhacken hier. Und irgendwo konnte ich mit meiner Drohne, ich weiß nicht, ob es im Gewächshaus war. Ich habe jetzt das Upgrade, muss ich noch dazu sagen, um diese Türen zu öffnen mit der Drohne. Oh. Ach komm schon. Oh. Warum geschieht das immer am Anfang eines Parts, dass ich sterbe? Ja, weil sie alle zu dritt auf mich drauf springen. Ich wollte doch gar nicht. Ah. Ich verstehe vor allem nicht, wie sich das immer... Warum kommen die auf einmal dann alle? Wie äußert sich das, dass ich dann so viel Akku ziehe? Hä? Also ja, Akku ziehen, das ist wieder... Oh Gott, dieser Online-Fachjargon von Online-Rollenspielen. Furchtbar, ne? Ne, ist wirklich. Auch Anglizismen. Ich habe leider viele Anglizismen im Kopf. Habe ich ja schon mal gesagt, ich bin kein Muttersprachler Deutsch. Von daher, Muttersprachler Deutsch. Weil, das ist halt alles noch so verwurzelt bei mir. Ist ja egal. Deswegen habe ich manchmal ein bisschen Probleme, deutsche Worte zu finden. Ich hoffe trotzdem, ihr versteht mich. Oh Gott, das geht schon mal nicht. Ledge. So, ich wollte noch kurz was holen hier. Um genau zu sein, wollte ich nochmal die Drohne, wie gesagt, austesten. Irgendwo ist hier nämlich noch was. Oh. Jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen, ne? Habe ich gehört. Oh, du Spacko. Halt die Schnauze. Wo bringt uns die Rassieren hin? Nö. Ach komm schon. Unsere Werte würden da widersprechen. Ja, stimmt. Aber unsere Probleme sind global. Wir mussten. Hier Sparkos! Wo ist meine Seelen? Also meine Metalle. Oh Gott, man kriegt es auch nicht raus, ne? Man kriegt es auch nicht raus mit Metallen und dergleichen. Und Seelen. Ach ja, komm. Ach, guck mal, jetzt sind die Typen mit dem Flammenwerfer nur da, nicht mehr die Roboter. Oh, verbrennt, guck mal. Ah. Vielen Dank, dass du dir heute trotz deines vollen Kalenders die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Alter, das ist nicht. Also ich bekomme den Flammenwerfer. Oh! Ach, du Scheiße! Hör mal auf! Ich bin auf die Klappstühle! Mal wieder zurückrennt, ne? Ja. Oh Gott. Ich werde hier bekloppt, ne? Ich werde echt wahnsinnig. Oh, guck mal, cool, hängt fest. Oh, Jonah Gutenberg. Ach du. Er ist ja auch hier. Überall. Aha. Über das Beinchen hacken, ha? Im Laufe der Zeit habe ich vieles gelernt. Vom Wunderkind in deinen Startup-Tagen bis zum potenziellen Veränderer der Menschen. Was? So weit würde ich nicht. Ja, man hat mich vieles gelernt über die Jahre. Arschbacke, Blödmann, Aufschneider. Immer so bescheiden. Was hat Schwein? Was hat Schwein? Hey, du Ragefried. Tschüss. Bleibt recht schön, ja? Ach, hier war die Drohne, genau. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Sehr gut. Die Drohne ist überaus praktisch. Wenn jetzt auch nicht unbedingt zum Schaden machen, aber so, ist schon geil. Oh, was war das denn? Das ist wieder neu. Modaxil-Injektor. Ja, super, da sieht man da. Da haben wir ja die Droge für den Kerl. Die wollte er die ganze Zeit haben. Ich glaube, es hat... Ich glaube, echt, das ist eine Droge, ne? Oha. Oh,
Verstärkt die Sinne, wodurch gegnerische Bewegungen verlangsamt scheinen, senkt jedoch die Lebensenergie. Das ist eine Zeitlupen-Mod sozusagen. Ausgabe an Mitarbeiter mit Aufgabenbereichen, die höchste Konzentration und Ausdauer erfordern. Warnung. Bei einzelnen Versuchsobjekten haben sich Verhaltensänderungen bemerkbar gemacht. Vorarbeiter sind angehalten, Modaxinol nur auszuteilen, wenn Hochrechnungen Produktionsdefizite prognostizieren. Ah ja. Oh, das ist geil. Bei den Finishern werden... Oh Gott, Leute, ich will unbedingt... Ich will einen neuen Exo haben, ja. Bitte. Möchte. Hab ich den halt nur einmal hier? Es ist so... Ah, doof. War hier noch was? Ansonsten gehe ich einfach wieder zurück gleich. Ich darf dich doch Jonah nennen. Jonah. Jonah. Hat sich ein bisschen genervt angehört. Ne, okay, das war's wohl. Alles klar. Gehen wir mal zurück, die Jungs besuchen und vielleicht Joe noch finden, die in der Chemieverarbeitungsabteilung. Oh Gott, nein. Ah, oh, das war ein Fehler. Hast mich nie bemerkt, ja? Ich war nie da. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Schreibt's mir gerne. Dann werde ich das noch nachholen. Oh, Jonah, der gute Jonah wieder. Ja. Der Typ, der ist ja der wahre Philanthrop, du. Ich glaube nicht daran, dass er so gut ist, wie man ihn verkaufen will. Also es ist... Irgendwas ist da faul, hä? Ich meine, sie hat ja schon gesagt, Dr. Chavez hat gesagt, ja. Eigentlich hätte es schon was gebracht, dieses Resolve. Aber sie wollten es nur so schnell vorantreiben. Mhm. Das ist es ja. Entweder geht es nur nach dem eigenen Vorankommen bei Menschen, bei vielen Menschen. Ist denen scheißegal, ob es der Gemeinheit irgendwas Gutes tut. Es ist halt immer nur so, ja, Hauptsache man selbst, ne? Mal ehrlich, in den letzten Jahren... Ist jetzt übrigens die Frage, wenn ich jetzt hier sterbe, war... Ganz klar, wir kennen Fuck. Die Zahlen. Alter. Fuck. Oh. Oh, was ist das? Eine Brücke? Oh Gott, ist das laut. Das? Was wird da gerade ge... Scheiß. Was machen die da? Oh. Ah. Wir wollen wohl schon alles hier ein bisschen aufräumen, ha? Will dein Flammenwerfer, du Schweinebär! Genau. Nein, ich hab doch eindeutig auf den Arm gezielt, oder? Wurzel. Alter, wie laut! Wird die ganze Zeit geschmurgelt. Was ist das denn? Ist da einer? Okay, die haben wohl einen erledigt. Naja. Soll nicht mein Problem sein, oder? So, da müsste ich jetzt ja eigentlich wieder zum Start zurückkommen, aber ich... Ich wollte nochmal zur Abfallentsorgung hier, da wo die Chemieabfälle waren, wo Jo im Müllschacht saß. Jetzt hier wieder runter zum Firebug. Somit auch wieder zum Start. Hier war das. Au! So. Ach komm, Kinder. Ist mal gut jetzt, ne? Hey.
Ich habe so das Gefühl, dass ich den Flammenwerfer nie bekommen werde. Nope, werde ich nicht. Alles klar. Oh, hi. Au! Au! Okay, habe ich noch nie gehört. Oh, sehr lustig. Oh Gott, nein, du bist ja auch noch da. Hallo. Guten Tag, moin. Ich will dir nichts. Au. Au. Ist ein bisschen Schrott hier. Oh, komm. Oh, bitte nicht. Ist das jetzt getroffen, wäre ich tot, ne? Auf Wiedersehen. Ihr seid gar nicht so schwer. Einfach nur rumzirkeln, ne? Was war denn das jetzt? Ja. Ja. Giftmüllentsorgung, was hier? Au. So ein Murloc. Aha. Mögen die gar nicht hier, ne? So, da war Joe. Hier war sie. Ach hier, oh Mann. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ach, musst du? Keine Sorge, nichts Schlimmes. Okay. Ich habe mich nur gefragt, ob du mir etwas Altmetall besorgen kannst. 5000. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Ich meine, wer bist du? Oh, da kann ich dir helfen. Ich bin Joe. Hey Joe. Hey Joe. Auf jeden Fall kenne ich dich. Entfernt. Und ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen. Ach. Ist ja nett. Wozu brauchst du das ganze Altmetall? Ich baue etwas. Es ist wichtig. Sehr. Man könnte sagen, es geht um Leben und Tod. Naja, solange sie keiner von diesen Verrückten ist, würde ich sagen, kann man mal machen, oder? Na, schätze, ich hab was über. Danke. Ich werde das nicht vergessen. Ja, cool. Wie gesagt, danke fürs Hinweisen, dass es hier ist. Oh Gott! Wo ist jetzt das Metall? Ah ne, ist ja. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das jetzt? Habe ich ihr das nicht gegeben? Ja. War immer nicht so viel. Oder war das nicht? Oh! So gut. Das ist so gut. So. Ein. Kacke. Wie komme ich jetzt? Oh Leute, ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, wie der Weg hier ging. Entschuldigung, ich muss mal jemand nach dem Weg fragen. Warte. Warte. Ach ja. Ja, ja, hör mal auf. Gut, Kumpel, ne? Oh. Oh, komm schon, nein! Nein, nicht so schief. Schief. Nicht so schief. Oh, zwei mit einem.
Schade. Okay. Warte, ich weiß echt nicht mehr, wo das jetzt war. Verdammt. Komm ich da wieder? Ach nee. Ach, guck mal. Ach, hi. Ich bin wieder hier. Scheiße. Ich bin so bescheuert. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es zurückgeht. Nein. Ja, dann. Also, ich weiß schon ungefähr, wo. Also, na gut, da gehen wir auch die lange Route. Weiß aber nicht mal, wo die Abkürzung war. War das nicht hier? Da unten geht es jetzt zum Firebug. Bin auch hier durchgekommen. Ja. Eine Combo. Das war also ein Konter, das war's schon. War nicht auch irgendwo dann wieder so eine Drohnenschalter? Dinger? Also hier bin ich ja ursprünglich, glaube ich, lang. Au! Scheiße. Tschüss. Oh. Hat sogar was. Kleiner Schrotthaufen aus Metall. Hier war es doch. Die Frage ist halt nur, wo muss ich hin? Zur Vorstandsebene. Ja, das ist schön, aber... Also besteht wieder einer. Hallo. Vielleicht war ich ja auch schon richtig, wo ich war. Ich meine, da hat sich ja auf jeden Fall was getan. Aber ich will... Ich will erstmal zu den Jungs zurück und mit denen quatschen. Dass ich dem einen vielleicht mal das Modaxinol gebe. Das hört sich zwar sehr, sehr... blockend an, diese Zeitlupe. Wirklich. Also das könnte mir auf jeden Fall auf den Arsch retten. Aber ich meine, wenn der ja... Wenn der das haben will... Vielleicht ergibt sich hier nochmal die Möglichkeit, dass ich mir das... Oh, sieh mal, wer wieder da ist. Die feinen Herren von der Security. Na? Oh, oh. Au. Au. War's, ne? Ja, gut. Komm gleich wieder. Dies ist keine genehmigte Pause. Oh, du siehst ja schon ein bisschen fertig aus. Ich habe eine Weile dein Signal verloren. Alles okay? Ist alles okay. Warren? Machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Ich dachte, das reicht schon. Cool, habe ich jetzt wie viel? 50? Eng. Ja, reicht trotzdem. Also ich kann mir sowieso kein Implantat mehr leisten. The dream. Alles gut? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Oh. Hast du Hilfe gefunden? Ich habe dein Signal in der Nähe der alten Forschungseinrichtung verloren. Ja. Bist du okay? Wie ist deine Lage? Es geht mir gut. Stecke immer noch in der Vorstandsebene fest. Als es begann, wurde hier oben alles abgeriegelt. Aber wenn ich schon nicht hier rauskomme, zumindest kommt auch nichts rein. Ich dachte, du weißt hier, was Sache ist. Und ich dachte, das hätten wir bereits geklärt. Ich weiß nur, dass irgendeine Art elektrische Störung durch das System geschossen ist. Was, wenn Resolve nicht das ist, wofür wir es halten? Du meinst sicher nicht diese ganzen Mediengeschichten. Die wurden schon vor Jahren diskreditiert. Creo vernichtet absichtlich die Atmosphäre, um sich weitere Finanzspritzen zu sichern. Oder mein Favorit... Der orbitale Vergnügungspalast für die Reichen und Schönen. Komm schon, sind wir wirklich so leichtgläubig? Außerdem, der Rest der Welt hätte das nicht einfach übersehen können. Ich sitze hier genauso fest, Warren. Ich bin einfach nicht die richtige Adresse dafür. Vielleicht versuchst du es mal beim Management. Ja, gerade habe ich nicht übel Lust, in die Tür einzutreten. Warum sollte ich dem Management trauen? Hey, komm schon. Wir haben hier oben ein paar echte Genies, aber wahrscheinlich geht es ihnen ähnlich wie mir und sie sitzen fest. Die gesamte Vorstandsebene wurde nach dem Vorfall abgeriegelt. Wenn wir sie hier rausbekommen, Gutenberg und die anderen müssen wissen, was zu tun ist. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich zur Vorstandsebene kommen soll. Erster Tag, vergessen? Naja, die offiziellen Wege sind vermutlich abgeriegelt. Vielleicht kannst du es über die Lüftungs- und Wartungsschächte versuchen. Am Ende der Produktionsstraße.
Dort sind Fabrik und Management Tower miteinander verbunden. Chavez war anderer Meinung, was Resolve angeht. Sie meinte, irgendwas geht hier vor. Chavez? Dr. Melissa Chavez? Du hast sie gesehen? Sie wurde vor Jahren gefeuert. Oha. Sieht nicht vor aus, Jahren. Als hätte sie das Memo gekriegt. Sie kann unmöglich noch hier sein. Nach all der Zeit. Es sei denn... Ich bin nicht sicher, ob man ihrer Meinung trauen kann. Sie ist in dieser Beziehung nicht gerade... objektiv. Ist damals nicht einfach ruhig beiseite getreten. Anscheinend gab es einen ziemlichen Streit mit dem Vorstand. Krass. Muss jetzt gehen. Wir sehen uns. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit. Hast du noch was? Ich werde deine Hilfe da draußen nicht vergessen. Du hast mir den Arsch gerettet. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Teile. Sieht aus. Kommst du klar mit Davy? Geht mir ganz schön auf die Pimpernellen. Auf der Pimpernellen. Ist aber nicht seine Schuld. Guck dir die Scheiße hier an. Und dann diese Drogen, die die in Implantate machen. Sicher, damit halten wir länger durch, aber manche kommen damit nicht klar. Also, was gibt's Neues? Hast du irgendwas gehört? Naja, da war ein Mädel, Mallory. Hat mir ein bisschen Gesellschaft geleistet. Mann, das war eine Lady von anderem Kaliber. Gescheit wie nix. Hab nicht viel verstanden von dem, was sie gesagt hat, aber mit beiden Lauschern aufgepasst. Irgendwas über den Vorstand. Hat gesagt, sie wüsste genau, was hier läuft. Und dann war sie plötzlich weg. Pass auf dich auf, Hobbs. Da kannst du drauf wetten. Tu nix, was ich nicht auch tun würde. Boah, du siehst echt fertig aus, Kerl. Hä? Bist du ein bisschen nervös? Hä? Brauchst du deine Drogen? Hä? Ich brauch meinen Stoff. Ich brauch ihn, Mann. Bitte. Ich brauch Modaxinol. Die anderen helfen nicht, egoistische Wichser. Komm schon, hilf mir. Lass mal hören. Was hat es auf sich mit deinen Medikamenten? Muss in meiner Akte stehen. Ich bekomme das immer. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeder in meiner Abteilung kriegt's. Ich muss es jetzt haben. Bitte. Ich muss. Oh, das ist ganz schön auf einen Zug, hä? Du hast von den anderen gesprochen. Wen meinst du? Die anderen? Hab sie gefragt, verstehst du? Hab sie gefragt. Aber die wollen nicht helfen. Haben nur rübergestarrt. Gesessen und rübergestarrt. Stumm und verschwommen. Ich brauche es. Bitte. Ich brauche es jetzt. Ich will mit ihnen reden. Aber sie können mich nicht hören. Nicht mehr. Ach, du armer Süchtiger. Na komm. Ich glaube, ich habe das Implantat, das du brauchst, gleich hier. Oh Mann. Danke. Danke. So viel besser. So viel besser. Drogenbaron habe ich bekommen. Kühle Brise an einem heißen Tag. Hier. Das ist für deine Mühe, ja? Drogenbaron. Na, ja. Da fühlt sich wohl jemand besser. Oh, so viel besser. Bin wieder ganz ein neuer Mann. Jede Zelle lebendig. Ich summ vor Energie. Ja. Ich muss los. Hm? Was? Okay. Ja, bis sich die Droge fertig macht, ne? Ich hoffe, das weißt du. Ach ja. Schemata, was habe ich denn? Oh Gott, das Bein noch? Hat mir irgendwas jetzt gegeben, oder? Das ist der Datenchip. Achso, Dr. Chavez. Das waren die, die ich dem Vorstand bringen soll. Wollte ich denen überhaupt nicht vertraue, ehrlich gesagt. Hat mir die Vitalinjektion 3 gegeben? Wahrscheinlich, oder? Na gut. Nichts wirklich Interessantes. Achso. Ausrüstung, haben wir noch was? Echtes Armmodul? Doch nichts Neues, warum ist hier ein... Achso, die Ausrüstungsteile. Naja. Legen wir das mal. Oh, schön, habe ich wieder Sachen bekommen. Ich kann leider nichts bauen, was ich nicht schon habe. Schönen Tag, Warren. Warren. Au, wow, au. Okay. Mal sehen. Na Jungs, habt ihr Bock da oben? Wollt ihr nochmal? Ihr kennt mich schon, ne? Ich will nochmal gerne den Stab, den du hast, ja? Hab ich da jetzt vielleicht rein? Oh, da läuft. Oh, scheiße. Okay, die kann man nicht blocken. Ich dachte, man kann die blocken, die Jungs, jetzt mittlerweile. Mit der Waffe. Hab ich ja gar nicht probiert. Was? Also die sind... die hauen mich halt weg mit zwei Schlägen mal wieder. Nochmal. Wenn ich ein bisschen rumningel, das ist nicht...
Weil ich das Spiel schlecht finde oder weil ich die Qualität mindern will. Nee, nee. Sie geben Acht auf dich. Das ist einfach nur, weil es bockenschwer ist. Auf Wiedersehen. Auf die Phrase. Oh, die Wartungsschächte. Wie komme ich denn am Ende der Produktionsstraße, hat sie gesagt. Die Produktionsstraße. Hopp, hopp. Oha. Hat der gerade geballert? Oh, Kacke. Na? Seid immer im Team, ihr beiden, hä? Lieben Kollegen. Autsch. Oh, Kacke! Was war das denn? War das ein Backstab? Da haut er mich einfach von hinten. Hä? Ich war kurz auch wie in so einem Griff. Also ich konnte mich nicht bewegen. Der hat mich von hinten gebackt und. Oh! Scheißkerle. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Da sollte man meinen, ich komme hier ein bisschen zurecht. Aber ich krieg immer noch richtig auf Schnauze, du. Ab gegen die komme ich noch nicht so wirklich zurecht. Na komm. Das ist immer so schön. Und die geben Metall. Das ist gut. Seltenes Metall sogar. Ach, Kacke. Das war doch nicht meine Rüstung hier. Oh, komm schon. Oh. Oh, Kinder. Das ist doch Bullshit. Ganz ehrlich. Die hauen mich doch... Das ist so bescheuert, das. Weißt du, also würden die mich hier mit einem Holzstock verhauen. Na gut, das ist ein bisschen heftiger als ein Holzstock, aber. Ganz ehrlich. Ich sag gleich was Böses. So. Muss auch mal sein, man muss sich auch mal Luft machen. Na komm, ich hab Bock jetzt. Jetzt hat er auf einmal wieder eine Rüstung an, ne? Also mal so. Ui, der läuft. Och, ganz ehrlich. Fick dich. Danke. Fick dich. Es ist unglaublich. Zwei Schläge und du kannst dem ersten nicht mal ausweichen, weil er, also dem zweiten meine ich, weil er trifft dich und dann bist du gestunt und dann... Oh, da. Jederzeit wieder. Das ist so ermüdend manchmal. Guck, jetzt bin ich schon wieder. Das ist so ein bisschen. Hat schon fast was Slapstick-mäßiges an sich. Du gehst hin, bist du tot. Gehst du hin, bist du tot. Gehst du hin, bist du tot. Probier jetzt mal mit der Klinge hier. Dass die auch immer zu zweit kommen müssen, ne, die Säcke. Na komm. Das ist nervig. Nein! Ach Mann! Es ist unmöglich, du. Du kommst nicht mehr weg nach einem Treffer. Die Scheißkerle. Hab keinen Bock mehr, Leute. Wir sehen uns wieder bei The Search. Macht's gut. Tschüss.